Was taten die Iren in Kärnten? Und welche Frömmigkeitsrekorde gibt es rund um St. Veit an der Glan? Hallo allerseits. Ich bin Heinrich. Und ich bin Pater Johannes. Willkommen bei Hermit and Hawk Via Alpina Sacra Edition. Die Nacht habe ich in Mariasaal verbracht. Leider waren die Lichtstimmungen weder am Abend noch am darauffolgenden Morgen wirklich gut für Außenaufnahmen von der ziemlich beeindruckenden großen Stifts- und Wallfahrtskirche. Aber die Schönheit des Mariasaaler Doms, wie ihn die Einheimischen nennen, liegt ohnehin im Inneren. Die erste Kirche wurde hier im 8. Jahrhundert unweit der früheren römischen Hauptstadt der Provinz Noricum errichtet. Das geschah zur Missionierung Kärntens durch den irischen Bischof Modestus, den Virgil von Salzburg auf Bitte des Slawenherzogs Caitumar in den Süden gesandt hatte. Modestus starb dann im Jahr 765 und sein Grab wird hier im Mariasaal verehrt. Die heutige Kirche ist ein gotischer Umbau aus dem 15. Jahrhundert und deshalb steht man nun unter einem großartigen gotischen Netzrippengewölbe. Das ist ja ganz ausgemalt. Dabei waren diese Fresken lange mit Schichten von Kalk übertüncht. Erst im 20. Jahrhundert hat man sie bei Restaurierungsarbeiten wieder entdeckt. Sie stellen den Stammbaum Jesu aus dem Matthäusevangelium dar. Ein blühender Stammbaum. Da sind überall Blumen. Alpenblumen, um genau zu sein. Und ich habe mir zwar lange den Hals verrenkt, aber ohne fachkundige Hilfe konnte ich nur ein paar der Blumen identifizieren. Das eigentliche Gnadenbild, zu dem die Pilger neben dem Grab des Modestus kommen, ist im barocken Hochaltar gerahmt und es stammt aus dem Jahr 1425. Alles in allem gibt es in dieser riesigen Kirche natürlich noch viele andere Dinge zu entdecken, so etwa den plastischen Christus, den Weltenherrscher, der am Übergang vom Kirchenschiff und Chorraum thront. Aber wir ziehen an dieser Stelle weiter nach Norden zum Magdalensberg, der nächsten Station auf der Via Alpina Sacra. Ein neuer grauer Tag, Tag 10. Die Sonne lacht nicht vom Himmel, einmal mehr nicht. Es sind ab Mittag schon Gewitter gemeldet. Hier fliegen überall Stechmücken in der Größe von Rotkehlchen. Wolken und Nebel. Ansonsten hätte man von diesem über 1000 Meter hohen Berg einen schönen Ausblick gehabt. Eine erste Kirche haben hier oben die Herren der Nahenburg Hochosterwitz gebaut, und zwar um die Wende zum 13. Jahrhundert. Und diese Kirche war ursprünglich nicht der heiligen Magdalena, sondern der heiligen Helena geweiht. Ihre Figur steht daher noch immer am spätgotischen Flügelaltar mit dem Kirchenmodell in der Mitte. Rechts und links von ihr, auf den Flügeln des Altars, findet sich die Geschichte des Heiligen Kreuzes dargestellt, die ja eng mit Helena verbunden ist. Helena war die Mutter des Kaisers Konstantin und sie reiste nach dem Ende der römischen Christenverfolgung nach Jerusalem, um die Stätten des Wirkens Jesu zu besuchen und Orte für den Bau von Kirchen festzulegen. Im linken oberen Feld wird Helena bei der Suche nach dem Kreuz Christi gezeigt. Rechts gegenüber ist dann das Wunder dargestellt, welches den Hinweis auf das wahre Kreuz gegeben haben soll. Die unteren Paneele hingegen zeigen links Kaiser Herakleos, der 300 Jahre später das von den Persern zwischenzeitlich geraubte Kreuz im Triumph zu Pferde nach Jerusalem zurückbringen will, und es zeigt, wie sich sein frommes Reittier weigert, so glanzvoll durch das Tor zu gehen. Herakleos konnte erst einziehen, nachdem er vom Pferde gestiegen war und demütig auf Knien die heilige Stadt mit dem Kreuz betrat. Wenn bei der wichtigsten Wallfahrt des Jahres die Pilger vor diesem Altar beten, dann tun sie das nicht am Ende ihres Weges, sondern am Beginn. Denn hier am Magdalensberg startet am zweiten Freitag nach Ostern, dem
Dreinagelfreitag, nach dem Rosenkranz und der Messe um Mitternacht eine der härtesten und ältesten Gebirgswallfahrten der Alpen, der sogenannte Vierbergelauf. 50 Kilometer, 2500 Höhenmeter, 29 Rosenkränze, 5 Messen und 3 Andachten in gut 18 Stunden. Das ist ja rekordverdächtige Frömmigkeit. Ja, aber gerade an der Frömmigkeit kann es heute bisweilen auch etwas mangeln, denn von den ebenfalls rekordverdächtigen bis zu 7000 Teilnehmern scheinen gerade in der jüngeren Zeit viele eher ein sportliches als ein spirituelles Programm zu verfolgen. Beschrieben wird die Wallfahrt zu den vier Kirchen auf den vier Bergen um St. Veit erstmals in einem Bericht um das Jahr 1500. Eine Chronik aus dem 17. Jahrhundert bemerkt dann später etwas gar dramatisch, dass über den Weg viele erkranken, dass auch zu Zeiten etliche gar stürben, denn es ein sehr langer Weg. Die kolportierten Todesfälle haben über die Jahrhunderte der Wallfahrt aber keinen Abbruch getan. Bedroht war sie mehr durch das generelle Wallfahrtsverbot von Kaiser Joseph II. Und die Unterdrückung der katholischen Frömmigkeit in der Nazizeit. Dass der Brauch in jener letzten dunklen Epoche nicht erloschen ist, ist nicht zuletzt der Verdienst des legendären Vorbeters Ferdinand Eicher. Im Jahr 1945 waren außer ihm nur 4 Frauen als winziger Pilgerzug übrig geblieben. Ferdinand Eicher starb 1971 kurz vor seinem 50. Vierbergelauf, den er zuvor 41 Mal als Vorbeter angeführt hatte. Unglaubliche 2500 Kilometer hat er an den drei Nagelfreitagen seines Lebens hinter sich gebracht. Und das im religiösen Geist der Andacht und der Buße, die der Wallfahrt zugrunde liegen. Na, dann bleibt es den Vierbergeläufern zu wünschen, dass viele aus den Sportschuhen heraus in seine Fußstapfen treten. Genau. Das war also die nächste Station der Via Alpina Sacra. Was haben wir gelernt? Die Iren missionierten auch in Kärnten. Auf Knien kommt man manchmal besser vorwärts als hoch zu Ross. Und Kärntner Pilger machen keine halben Sachen. Hoffentlich. An den Kilometern und Rosengrenzen wird es in jedem Fall nicht scheitern. In diesem Sinn, fröhlich sein, Gutes tun und das Wildschwein pfeifen lassen.